sind jetzt knapp 3 Wochen hier. Ich glaube, seit gestern sogar genau 3 Wochen. Ja. Und es fühlt sich so surreal an, zu sagen, dass wir einfach jetzt in Bangkok wohnen, am gefühlt anderen Ende der Welt. Die ersten Tage waren ein bisschen anstrengend, weil die Stadt doch sehr laut und überfordernd ist, wenn man sie nicht wirklich gut kennt. Aber mittlerweile habe ich die Stadt echt lieben gelernt. Ekelhaft stinkt's hier. Wir haben aber auch so viele tolle Dinge erlebt, Leute kennengelernt und wurden richtig herzlich aufgenommen von sowohl der Uni als auch allen Student Ambassadors und Freunden, die wir hier gefunden haben. Wir haben jetzt eine kleine Wohnung, tatsächlich 20 Minuten zu Fuß von der Uni, was wirklich ein sehr großer Luxus ist. Mit kleiner eigener Küche, in die man seine Freunde einladen kann, die man hier kennengelernt hat. Also es ist wirklich ein kleines Träumchen, eine kleine Wohlfühloase. Und man fühlt sich jetzt auch mal richtig angekommen, irgendwie, wenn man sein eigenes Zuhause hat und man wirklich einfach kochen kann zu Hause. Das Essen draußen ist zwar super billig, also man kann auch sich 3-mal am Tag von Streetfood ernähren. Das sind dann so 60, 70 Baht, für die man essen gehen kann. Das sind, glaube ich, so umgerechnet 1 Euro, 1,50 Euro oder so. Und das Essen ist wirklich sehr, sehr lecker. Wir haben mit der Uni schon einen Ausflug unternommen in die Ancient City. Generell das Ganze drumherum, also sowieso die Uni, die kümmert sich wirklich super herzlich um uns und wir haben wirklich das Gefühl, hier in sehr guten Händen zu sein. Man fühlt sich einfach super behütet, so durch die ganze Organisation, einfach, dass die Ausflüge teilweise für uns organisiert werden, dass man Ansprechpartner hat, dass man direkt quasi Leute an die Hand bekommt, die einem helfen, sich hier zurechtzufinden. Und auch die Student Ambassador sind alle so herzlich und vor allem auch super hilfreich, was das Dolmetschen zum Beispiel angeht mit anderen Leuten. Genau. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie anspruchsvoll die Uni hier ist, weil also die Chula Longkorn ist natürlich schon eine sehr renommierte Universität. Ich glaube, auf jeden Fall Platz 1 in Thailand und Platz 9 weltweit oder irgendwie sowas. Das ist sehr, sehr entspannt. Wie man es halt machen möchte. Also man hat auf jeden Fall genug Zeit, um sich die Stadt noch anzugucken. Und es ist mehr Freizeit als Uni auf jeden Fall. Und auch die Profs sind so super lieb, dass man gar nicht mal das Gefühl hat, man hat so viel Uni. Also wir haben jetzt, glaube ich, 3-mal die Woche nur Uni und davon auch jeweils nur einen halben Tag. Das heißt, es bleibt genug Zeit und es hat eigentlich auch jeder aus unserem Kurs zumindest ein langes Wochenende, dass man auch mal gerne so Wochenendtrips machen kann. Zum Beispiel sind wir nächstes Wochenende weg. Ja genau, wir fliegen für 4 Tage nach Krabi, das ist im Süden von Thailand. Da fliegen wir 1 Stunde und dann sind wir gefühlt im Paradies. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Wir haben uns da vor Ort 3 Roller gemietet, mit denen wir dann da rumfahren können. Es ist halt auch super finanzierbar und preiswert hier alles. Also wenn man wirklich auf kleinem Budget leben möchte, dann kriegt man das auf jeden Fall auch hin. Man kann aber auch durchaus
sehr dekadent leben und gut viel Geld ausgeben. Das haben wir auf jeden Fall die ersten Tage gemerkt, als wir vom Hotelzimmer ausgelebt haben, weil man sich natürlich dann doch irgendwie schön machen möchte und das Ganze dann ein bisschen mit viel Essen gehen. Und auch die ersten Tage haben wir super viel das europäische Essen vermisst, kompensiert haben, weil alles, was Milchprodukte angeht und alles, was importiert wird, ist dann doch einfach nicht teurer, aber halt normalpreisig, wie halt auch in Deutschland. Und das ist halt im Vergleich zu allem anderen dann schon wieder sehr teuer. Uns wurde auf jeden Fall auch empfohlen, die Zeit jetzt gerade dafür zu nutzen, dass wir uns ein bisschen Thailand angucken und vor allem den Süden von Thailand, weil es halt auch gerade Regenzeit ist. Zumindest hat die, glaube ich, jetzt offiziell wirklich angefangen. Es ist aber wirklich noch sehr aushaltbar. Also man könnte fast die Uhr danach stellen, wenn es dann anfängt zu schütten, und dann regnet es wirklich mal 3 Stunden lang sehr krass. Ist dann aber auch schnell alles wieder vorbei und alles trocken bei der Hitze hier. Deswegen, das ist auch gar kein Problem, wenn man mal nass wird. Es sind ja eh immer um die 30 Grad.